Und damit hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von AirPods CEO. In der letzten Folge hatte ich schon angekündigt, dass wir heute uns ums Gepäcksystem kümmern. Und Gepäck würde ich hier in dem Bereich, beziehungsweise unterirdisch, halt quasi unter der Verladung, ja, irgendwie versuchen zu integrieren oder aufzubauen. Wie genau das funktioniert, das weiß ich selber noch nicht. Ebenso müssen wir uns dann mal anschauen, wo wir quasi in ein Ausgabeband packen, weil ich will es eigentlich nicht, quasi, wenn die Leute hier ankommen, dass die erst hier runterlaufen müssen. Also eigentlich würde ich es gerne irgendwo hier mit drinne haben. Vielleicht auch hier hin, weil das ein Punkt ist, wo wir Platz haben. Mal sehen. Und ebenso wollte ich, dass wir ein bisschen weiter hier uns am Tutorial langführen. Da würde ich jetzt auch mal direkt anfangen, dass wir hier wieder ein System zur Vermeidbarung von Vogelschlag aufbauen. Wobei es ja eigentlich beim Start wichtiger als bei der Landung. Und auch eher beim Ende der Bahn. Weil hier kann er noch abbrechen, hier kann er nicht mehr abbrechen. So, bauen wir einfach mal eins. So, ich habe ein bisschen das Spiel weiterlaufen lassen, damit mir das Geld ein bisschen hochgeht, aber so wirklich hochgegangen ist es nicht auf der kurzen Zeit. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier wieder Verhandlungsmöglichkeiten. Ja, die kleinen Flugzeuge, die bringen nicht so viel mehr. So, dann senden wir mal das Angebot so zu. Es ist akzeptiert, das heißt, dass wir dort auch wieder mehr Geld verdienen. Bei Strada machen wir das gleiche. Auch mittelgroße Flugzeuge ein bisschen hoch. Bisschen verhandeln. Ja, passt. Abgelehnt. Schade. Aber immerhin, sie fliegen ja trotzdem weiter zu uns. So, dann Patrouillen und so weiter. Das hatten wir schon mal alles. Hatten wir das schon? Weiß ich gar nicht. Aber zumindest würde ich sagen, dann machen wir mal kurz die Zeit auf langsam, damit wir hier mal eine Patrouille erstellen. Sicherheitspatrouille. Im Terminal. Wie müsste sie laufen? Jetzt sollte man vielleicht, ja, eigentlich im Sicherheitsbereich sind ja alle kontrolliert, von daher muss ich auch noch außerhalb laufen. Soll ich hier runterlaufen? Dann darüber, wieder zurück. Hier an dem Bereich vorbei. Einmal bis zu den Ausgängen kontrollieren und wieder zurück. Ja. So, für Polizeiautos. Flughafen Polizeiautopatrouille. Startet dort. Fährt bis hier vorne, fährt hier einmal rund. Deswegen, der fährt jetzt hier einfach einmal eine Rundtour quasi. Na, bis dahin bitte. Dann fährt er wieder hier raus. Fährt seine Runde einmal zu Ende. Und dann ist okay. So. So, jetzt kann man das auch wieder löschen. Frage, haben wir jetzt gelöscht oder? Nee. Wie kann ich die löschen? Patrouille entfernen. Zack. So, jetzt international Flughafen. Deswegen, wir haben ja jetzt inzwischen schon vieles gemacht. Gepäckerfertigung. So, jetzt erklärt er uns auch die Gepäckerfertigung. Das, was ich ja sowieso heute geplant habe, ist ja perfekt. So, wir haben Gepäckbandsystem. Wir haben die Gepäckverladestation. Das wohl wichtigste, ja, Gebäude. Gebäude, sage ich schon, Item, was wir hier haben. Das passt auch gerade so hier rein. Toll, ist ein bisschen unsymmetrisch. Müsste es aber auf die Seite setzen, weil hier sonst die Wand im Weg ist. So, das heißt, das Gebäude wird dort reingesetzt. Dann müssen wir hier Servicestraße hinzufügen. Hier bauen wir eine Ausfahrt, hier eine Einfahrt. Und dann darf das erstmal gebaut werden. Deswegen, an sich, wir haben jetzt hier Gepäckscanner. Gepäckscanner für eigene einzelne Stoffe. Und wir haben hier einen Gepäckvernichter, wo quasi dann das Gepäck vernichtet wird. Kostet alles einzeln Geld. So, dann haben wir hier ein Sortierband. Wird halt verwendet, um an verschiedene Zielorte zu unterscheiden. Dann haben wir die normalen hier Förderbänder, also Gepäckbänder. Und wir haben Hochgeschwindigkeitsgepäckbänder.
ist halt, damit es deutlich schneller geht, was ich sogar bevorzugen würde. Ich würde sagen, wir gehen dort runter. Bis dorthin können wir auch noch normales Gepäckband nutzen. Quasi alles, was hier im Check-in eingecheckt wird, wird mit dem Band hier runtergebracht. Das sehen wir jetzt hier auch schon. Dann müssen wir hier mal hoch. So, und ich wollte hier quasi unter genau dem Bereich, welcher bis da geht, wofür wir kein Geld haben, ne? Was auch sonst. So, reißen wir gleich mal hier wieder ab. Weil die Mauern brauchen wir nicht. Wir wollen hier nur den Terminalbereich. Naja, ich stelle die Zeit wieder auf schnell, damit wir schneller Geld reinkriegen. So, aber zumindest, jetzt wird das hier gebaut, alles komplett. Das heißt, jetzt haben wir hier gleich unsere Verladestation, an der wir dann auch zusätzlich nochmal Ramp Agents benötigen. Pro Seite 2 Stück können wir erhöhen auf bis zu 8. Für den Anfang, denke ich mal, sollten 5 pro Seite reichen. Und da wir jetzt deutlich mehr Ramp Agents benötigen werden, würde ich sagen, stellen wir gleich nochmal welche ein. Ja. So, das heißt, wir haben ein paar gute und die ganzen schlechten lehnen wir wieder ab. Also beziehungsweise sie sind ja nicht schlecht direkt, sondern die, die für uns nicht in Frage kommen. So, dann haben wir hier quasi... Aber ja, wir könnten das auch hier oben bauen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie groß das System wird. Ja, man sieht ja hier, die bauen schon fleißig die Strecke unterirdisch. Und ebenso bauen die auch fleißig unterirdisch das Terminal. Ja, ich würde das sagen, wir verladen oder bauen das Ganze hier unten rein. Die Sicherheitskontrolle fürs Gepäck. Wir bauen dann hier einfach eine kleine Treppe rein, wofür wir kein Geld haben. Schön. Und wir sollten natürlich hier auch den Sicherheitsbereich draus machen. Und vielleicht hier auch eine Tür reinsetzen, damit auch das Personal dort rüberkommt. Aber wenn man nicht mal genug Geld für eine Tür hat, ne? Echt schlimm. So, dann haben wir jetzt hier unsere Tür. So, den Boden würde ich hier mal komplett aus Beton machen. Kostet allerdings 2000, aber ist mir egal. Ist halt einfach, damit man deutlich den Unterschied sieht. Und damit haben wir auch die Sicherheitszonen mal verbunden. Also ist nur noch das hier ein externer Sicherheitsbereich. Der Rest ist alles eins. So, wenn wir hier auf die Flugzeuge gucken, die fliegen weiterhin alle schön. Haben aber immer noch nicht so ganz die Änderung übernommen, wie ich sie in der letzten Folge gemacht habe. Ich glaube, zwischen der jetzigen und nächsten Folge werde ich einfach mal das Spiel speichern und neu laden. Da wir dann doch eigentlich, oder ich doch gerne hätte, dass die Flugzeuge mal voll ausgelastet sind. So, wenn wir jetzt hier gucken, wir haben das jetzt bis hierhin gebaut. Da haben wir es. Hochgeschwindigkeitsgepäckband. Füllen wir dort rein. Das heißt, hier die Wand muss dann einmal aufgebrochen werden. Und dann können wir das Gepäckband dort einfach reinlegen. So, und da wird auch schon ganz schnell gebaut. Mitarbeiter müssen ja dafür nicht mehr nach oben, sondern nach unten. So. Dann, was haben wir? Wir haben hier den Gepäckscanner, der allgemein die gefährlichen quasi, oder alle Gefahren, ja, rausfiltert erstmal. Weil ich jetzt hier, weil das wird er uns hoffentlich noch sagen, was quasi genau wohin darf an wegen gefährlichen Stoffen oder ähnlichem. So, aber ich würde sagen, wir deklarieren jetzt erstmal hier unsere Gepäck-Entladezone. Oder beziehungsweise den Bereich, wo die Passagiere ihr Gepäck wieder abholen können. Bauen wir mal hier so schön daneben. Dort ein langsames Gepäckband, was quasi hier einmal im Kreis läuft. Kennt man ja am Flughafen immer die ganzen Rundläufe. Und es wird hier, also wenn wir wieder Geld haben,
kommt das Schnelle. Und dann geht es hier auch direkt wieder in den Untergrund. Und dann können wir hier weiter planen. Quasi hier kommt es dann an. Und ich sehe gerade, ich habe glaube ich das falsche... Oder? So ist es besser. Ich bin mir nicht sicher, ob der sich dann verbunden hat oder nicht. So, dann bauen wir mal bis hier rüber. Kosten die so viel? 1000 pro Band, ne? Ne, 600. Und das hier 100. Wir sollten mit den normalen Bändern erstmal bauen und wir können ja später jederzeit das upgraden. Das war nicht unbedingt die schlauste Idee von mir. Für den Anfang dort direkt die schnellen Bänder zu nehmen. Klar, das Gepäck ist dadurch deutlich schneller unterwegs, aber es kostet halt deutlich mehr. Ja. Ja, perfekten Punkt getroffen. Heißt, Rolltreppe nach oben. Beziehungsweise würde ich von oben wieder bauen, damit die auch an die richtige Position geht. Der Block genau ist da die Stelle. Das richtig da? Ja, es ist richtig. Wenigstens etwas, was heute geklappt hat. So, dann bauen wir mal hier die Verbindung. Das heißt quasi, die Kofferausgabe, die ist schon mal funktionabel. Deswegen, also quasi werden hier, gehen hier langsam los, werden dann unterirdisch ein bisschen schneller und dann wieder langsamer. So, dann verbinde die Check-ins. Klar, machen wir das. Wir haben ja hier unsere ganzen Check-In-Schalter. Aktuell würde ich alle vier erstmal mit dem verbinden, mit der Station. Und ebenso müssen wir die Parkposition quasi vom Gepäcksystem mit... Okay, kann es nicht, während ein Flug dort ist. Das heißt, wir müssen warten jeweils, bis die weg sind. Und die Station müssen wir auch dem zuweisen. So. Jetzt brauchen wir Gepäckfahrzeuge. So, da würde ich gleich ein bisschen größer... Oh, wir können wieder verhandeln. Machen wir jetzt so. Ja, funktioniert. Wir brauchen Fahrzeuge. So, ich würde sagen, wir holen wieder für jede Position einen einzelnen Förderbandwagen. Ist quasi das, was... Entschuldigt. Das Fahrzeug, was quasi ans Flugzeug rangefahren wird, womit dann die Koffer ausgeladen werden, brauchen wir vier Stück für jede Position ein. Und bei den Gepäckschleppern, klar, wir könnten jetzt erstmal zwei kleine Gepäckschlepper oder drei, vier kleine Gepäckschlepper holen. Ich bin dafür, wir holen gleich die großen und auch die großen mit Dach, weil die sind günstiger. Warum sind eigentlich die mit Dach günstiger? Deswegen, das ist für eine frische Brise so, aber die geschlossenen, die sind eigentlich besser. Deswegen, großer Puffer ist ein leistungsstarker Gepäcktransporter, unverzichtbar für alle Frachten Gepäcktransporter. Er hat einen engen Wendekreis und eine Anhängerkupplung. Ja, kaufen wir mal zwei. Sollten ja erstmal reichen. So, dann unsere gesamten Fahrzeuge technisch mit... ne, ich hätte gerne noch langsam weiterlaufen. Sind schon da, also unsere gesamten Förderbandwagen. Und von daher würde ich sagen, weisen wir die auch gleich mal an die einzelnen Positionen zu, dass die auch jederzeit dann erreichbar sind, dass die quasi nicht erst irgendwie groß hin und her fahren müssen, sondern immer auf den Parkplätzen verfügbar sind, so wie die Treppen und die Pushback-Trucks bzw. die Fahrzeugschlepper. So, wir sollen jetzt schon die Gepäckverladung hier öffnen. Das können wir auch schon machen. Dann verbinden wir nämlich erstmal die Gepäckverladung so. Rolltreppe nach unten. Ne, wir müssen dann einen nach unten. Das heißt, dass wir jetzt hier erstmal so lang gehen und so lang gehen. Und den nehmen wir raus. Gehen nach oben und dann passt das definitiv. So, dass wir quasi die Gepäckverladung Objekt deaktiviert öffnen. Benötige jetzt Personal. Quasi, dass wir das
Gepäcksystem aktivieren können. Das heißt, wir haben heute in der Folge komplett einmal den Gepäckservice quasi komplett aufbauen können. Zumindest im Groben aufbauen können. Die sicherheitsrelevanten Maßnahmen werden wir dann in der nächsten Folge erst aufnehmen können. Oder, ja, werde ich erst in der nächsten Folge aufnehmen, weil die Folge ist wieder vorbei. Aber damit haben wir direkt Ziel für die nächste Folge. Von daher würde ich sagen, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.